Das gegnerische Pokémon mit nur einer einzigen Attacke kampfunfähig zu machen, konnten bisher nicht wirklich viele. Mit dem neuen Set Paradox Rift ist jetzt allerdings ein Pokémon dazugekommen, und zwar Donnersichel X, natürlich mit einer eigenen Kollektion. Ja, und zwar ist das die erste von zwei neueren Kollektionen, denn natürlich hat auch Eisenkrieger eine neue oder eine eigene Kollektion bekommen. Wir splitten das allerdings in zwei unterschiedliche Parts, und zwar ist das hier zum einen, dass man die Kollektion mit Donnersichel X, ja, schon mal von außen sehr, sehr cool, hat natürlich wie immer das Design des Pokémon, welches natürlich hier die Kollektion vertritt. Wie gesagt, es ist Donnersichel X, mit einer Promokarte kommt sie heute daher, und dann haben wir noch eine Wutpilz-Karte in Holo. Natürlich gucken wir uns die Karten natürlich nochmal alle einzeln an, Leute, aber wir schauen uns natürlich einmal nur die Box kurz an. Hinten ist jetzt nicht ganz so viel Besonderes. Ein unheilvoller Sturm braut sich zusammen mit Donnersichel X. Aus einer längst vergangenen Welt erwacht das grausame Donnersichel. Ja, mal gucken, ob hier noch der ein oder andere coole Hit heute erwacht. Das werden wir natürlich erst erfahren, wenn wir das Ganze hier aufmachen. Was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist die Energiekapsel aus der Vergangenheit. Die haben wir hier nämlich auch einmal als Holokarte drin. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Hier mit dem Galaxy Foil, müsste der Galaxy Foil Effekt sein. Teilweise mit hier so ein paar coolen Swirl-Effekten drauf. Dann haben wir Wutpilz auch nochmal als Holo. Ich meine, die drei sind natürlich sehr cool, sehr gut spielbar in einem Deck. Also Wutpilz und Donnersichel kann man sehr, sehr gut in einem Deck spielen. Die Energiekapsel, ne, ist jetzt auch nicht so verkehrt, ein, zwei Mal drin zu haben. Aber natürlich ist der Star des Ganzen Donnersichel selbst. Und zwar, ja, die zweite Attacke lassen wir erstmal so stehen. Die erste Attacke ist auf jeden Fall wichtiger, denn das fieberhafte Ausstechen macht das aktive Pokémon des Gegners direkt kampfunfähig. Und Brutalander oder Donnersichel fügt sich direkt selber 200 Schaden zu. Ja, Leute, dazu brauche ich nicht viel, viel mehr sagen. Zumal diese Attacke keinen Schaden direkt macht. Also Karten, die gegen Schaden und sowas immun sind, das juckt die gar nicht. Das juckt Donnersichel gar nicht. Denn Donnersichel killt es halt einfach. Es macht einfach das gegnerische Pokémon kampfunfähig. Mehr sagt die Attacke halt nicht. Das macht es halt schon sehr, sehr stark. Auch gerade, ich glaube, in der Meta jetzt nicht so ganz heftig vertreten. Es wird zwar oft gespielt, auch im Online-TCG, aber ich glaube, so auf Turnieren und so wird sie jetzt nicht ganz so häufig vertreten sein. Gut, die drei legen wir erstmal beiseite. Wir gucken uns nochmal ganz schnell die Oversize-Karte an, weil die ist jetzt nicht wirklich anders. Vielleicht hätten wir hier nur nochmal uns angucken können, weil der Effekt ein bisschen größer geschrieben ist. Aber Leute, ich habe es eben schon so ein bisschen genannt. Donnersichel ist natürlich das Brutalander aus der Vergangenheit. Deswegen heute einfach mal die Frage, ob ihr es wisst, wann kam damals die erste Brutalander-Karte raus? Ist es zum einen in Ex-Rubin und Saphir gewesen oder war es in Ex-Drache oder in Ex-Dragon Frontier? Diese drei Antwortmöglichkeiten gebe ich euch. Am Ende des Videos verrate ich euch die Antwort. Vielleicht wisst ihr es ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ihr natürlich nur Bock habt, einmal mitzuraten. Hier haben wir den Code dieser Kollektion. Und natürlich haben wir auch diese vier Packs. Und Leute, ich bin super überrascht, denn wir haben hier zweimal Obsidian Flamme mit bei und wir haben zweimal Paradox Rift. Also Paradox Rift ist natürlich jetzt kein großes Wunder, aber ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier dann noch Obsidian Flamme drin haben und nicht noch, weiß ich nicht, Astralglanz oder strahlende Sterne oder wie auch immer. Also das hätte natürlich auch sein können, aber wir wurden heute von den zwei neuesten Sets beschenkt. Also jetzt, um mal 151 auszulassen. Ne? So, wir haben hier schon mal das Jirachi. Tatsächlich auch sehr, sehr cool. Dann haben wir die Schirmdame. Ein Tentantel. Dann haben wir den verfluchten Staubwedel. Oh no, ich hoffe, der hat jetzt heute nichts Schlechtes zu bewirken. Und wir haben Ersa. Okay, scheiß auf den verfluchten Staubwirbel. Der hat heute gar nichts zu bedeuten. Oh mein Gott, wir haben das alternative Artwork, das Special Illustration Rare von Ersa. Oh mein Gott, und es sieht so wunderschön aus. Also, sie ist okay, ist jetzt nicht ganz so mein Typ. Aber wie es hier mit dem Signature-Pokémon Kurtel oder mehr oder weniger Signature-Pokémon, es hat es auf jeden Fall in Paldea auch benutzt. Aber Ersa kann man tatsächlich in dem ein oder anderen Feuerdeck ein, zwei Mal spielen. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber das Artwork gefällt mir
sehr. Da habe ich tatsächlich auch insgeheim noch so ein bisschen gehofft, dass ich die ziehe. Und jetzt haben wir sie. Okay, das ist sehr, sehr cool. Hier hinten sieht man sogar von Kurtel den Dampf aufsteigen. Oder den Rauch viel eher. Okay, das ist eine super, super schöne Karte. Freue ich mich sehr, dass wir die jetzt gezogen haben. Und ich würde sagen, ich glaube, damit ist die Box schon, ja, ihr Geld wert gewesen. Denn wir haben, wie gesagt, zum einen erstmal die Promokarten dabei. Donnersichel ist auf jeden Fall eine Promokarte. Und wir haben schon mal eine Fuller-Trainer-Karte gezogen. Das ist sehr, sehr cool, Leute. So, wir haben Elekid. Dann haben wir Jellatropo. Dann haben wir ein Onix, das Forgita mit dem Hammer in der Hand. Und vielleicht wird dieses Pack auch nochmal ein Hammer. Okay, wir haben Porygon. Wir haben Krokel. Und wir haben nochmal einen Wutpilz in Holo. Sehr schwer unterscheiden von der Reverse-Karte, muss man sagen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall bei Obsidianflamme angekommen. Das ging ja dann doch schon wieder ein bisschen fix, ne? Ich meine, bei 4 Packs ist es natürlich jetzt kein Wunder. Aber vielleicht haben wir hier auch nochmal den ein oder anderen coolen Hit dabei. In Obsidianflamme gibt es auf jeden Fall noch sehr viel abzustauben. Wir haben auf jeden Fall Zickzacks. Dann haben wir ein Sichlor, ein Sonfehl, Diktri, Friedwurf. Okay, der gesellt sich sehr gern zur Spielmatte dazu. Dann haben wir Knattox, ein Grabbit und nochmal ein Darkrai. Ja, Darkrai ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn man kann das Darkrai V und Darkrai V-Star auch sehr gut mit dem Donnersichel zusammenspielen. Weil Donnersichel braucht natürlich sehr, sehr viele Energien, um diese Attacke erstmal einzusetzen. Und Unlicht, also in den Unlichtdecks ist es ja mittlerweile gar nicht mehr so hart an Unlichtenergien zu kommen, zumal man das Finsterpflaster hat, zumal man jetzt das Erdgefäß hat. Also die Energien sind momentan echt gar nicht mal mehr so schwierig zu bekommen. Wir haben Raffel und wir haben leider nur noch einen Lepomantas, Leute. Und tatsächlich ist es das schon gewesen. Ich bin mega happy über das Irza Illustration Art Rare. Ja, Leute, und vielleicht habt ihr die Antwort ja auch richtig, oder habt ihr die Frage auch richtig beantworten können. Und zwar kam das Brutalander, das allererste Brutalander Artwork oder die erste Karte kam damals erst in Rubin und Saphir Ex-Drache heraus. Also Ex-Rubin und Saphir war tatsächlich nicht das, war das erste in dem Zyklus, aber es kam tatsächlich erst in Ex-Drache raus, also war die Antwort B, meine ich, die richtige. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei und haut erstmal bis dahin rein. Macht's gut und ciao.